Hallo Leute, Marc Wellinghaus. Es ist jetzt mein zweites längeres Video zum Thema Gegenwehr, Abwehr und Zurückschlagen für all das Unrecht, was mir in meinem Leben und ganz besonders in meinen 14 Jahren Münster geschehen ist. In Amerika war es eigentlich auch nicht anders. Ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt, dass ich da gekämpft habe. In Amerika kann man sich selbst vor Gericht verteidigen, wenn man die Wahrheit hat. Und die hatte ich und ich habe ja auch gewonnen. Dann komme ich nach Münster, um meine Mutter 9 Jahre zu pflegen. Und siehe da, ich werde dargestellt von der Justiz Münster wie ein schizophrener, krimineller, asozialer, Trunkenbold und Schläger, ja, fast schon Terrorist. Es ist wirklich, wirklich ein Skandal, der größere Formen angenommen hat als ein Fall Gustl Mollat. Ihr wisst vielleicht, Gustl Mollat ist ein armer Mann, der für 7 Jahre in der Psychiatrie gesessen ist, weil seine Frau behauptete, er hätte sie geschlagen. Das ist eine perfide Lüge. Genau dasselbe geschah mir in Münster. Die haben gelogen. Die haben behauptet, ich hätte zu der Nachbarin Sigrid Butt, ich muss das jetzt doch leider so aussprechen, sie hat behauptet, ich hätte mit gegeltem Haar, Hitlerbärtchen, Springerstiefel, also richtig wie so ein Bilderbuch-Nazi, wie heißen die, diese Jackets, diese Springerstiefel und diese Flieger-Bomberjacken, wäre ich auf sie zugegangen und hätte gesagt, sowas wie dich müsste man am nächsten Baum aufknöpfen, du Neger. V-O-T-Z-E. Also es ist unfassbar, das ist nicht mein Vokabular. Ist auch nicht lustig. Ich war sprachlos und Gott sei Dank, war ich mit meinem Retter, mit meinem nun auch Freund Herbert Walter, der Freund meiner Mutter, der mich ja aufgenommen hat, als meine Mutter zu meiner Halbschwester abgehauen ist und ich dann da saß und der Bauverein Kettler EG ausgeliefert war. Ich habe, ich glaube, über 40.000 Euro Miete in den ganzen Jahren bezahlt. Ich habe nie einen Vertrag. Ich habe nie die ehemalige Vorstandsvorsitzende Elke Dickmann, die ist auch mittlerweile schon verstorben, hat mir geschworen, ich könnte jederzeit, ich könnte so lange bleiben in der Wohnung meiner Mutter, wie ich wollte, wie ich will. Das war aber dann anders, als sie gestorben ist. Dann hat ihr Mann das Kommando übernommen, die Ruder in die Hand und hat mich so oft abgemahnt, meine Mutter auch, hat eine über 70-jährige Frau in übelster Weise behandelt, weil sie mal die Tauben gefüttert hat und. Aber die Sache ist, die haben mich mit den Gründen gekündigt, ich hätte die Nachbarn beleidigt. Und die Frau Butt, meine eigene Halbschwester, die bei meiner Mutter lebt, die mit meiner Mutter lebt, die haben alle zusammengearbeitet. Die haben im Fall Mollat 1:1 abgeschrieben. Also es ging wirklich so. Die haben ja auch versucht, mich in die Psychiatrie zu stecken, beziehungsweise einweisen zu lassen und so weiter. Die haben die Kanzlei Ruscher und Nölke in Münster, die haben behauptet, Herr Bellinghaus, Herr Schmidt, ist so gefährlich, die Gewaltspirale würde sich immer höher drehen. Meine Halbschwester hat behauptet, ich hätte ihre Reifen, hätte da irgendeinen Nagel oder Schraube reingesteckt und sie wäre fast, hätte fast einen Unfall gebaut. Alles Lügen, Lügen, Lügen und Behauptungen. Was soll man dagegen tun? Ich hatte, Gott sei Dank, Herbert Walter, wir haben nämlich Kaffee getrunken. Ich habe, bevor meine Mutter abgehauen ist, das Ding ist ja auch abgehauen, weil sie eifersüchtig war, dass ich mich um den Nachbarn gekümmert habe. Einen alleinstehenden Mann, der selber seine Mutter bis zu ihrem Tode gepflegt hat. Der Mann ist 76 jetzt und wir haben viel gemeinsam. Er ist allerdings genau das Gegenteil. Er ist introvertiert, ich bin extrovertiert. So. Und dann wurde
Frau Butt nicht schuldig gesprochen, obwohl ich sie angezeigt habe wegen Falschaussagen, nachdem ich freigesprochen wurde. Und das ist jetzt mein Link drüber zu der Kirche. Weil die Kirche, die katholische Kirche, der zweite Vorsitzende der Bauverein Kettler, neben dem Dickmann, ist Herr Andreas Hesener. Das ist ein oberer Vorsitzender, wie auch immer, in einem katholischen Wohnungsverein und alle möglichen, könnt ihr googeln. Dieser Kerl hat meine Mutter richtig verhetzt. Er hat versucht, dass meine Mutter auszieht, abhaut zu meiner Halbschwester nach Steinfurt. Das war schon 2019, ging das los. Und ja, also man muss sich vorstellen, in diesem Land kann man durch Lügen, perfide, übelste Lügen gegen einen Missbrauchsopfer wohlgemerkt, gegen einen, der 2017 fast totgestochen wurde. Ich habe so viel Scheiß in meinem Leben erlebt, da brauche ich mir nicht von einem Schreibtischtäter, wie es Jörg Dickmann ist und wie es auch Andreas Hesener ist und wie es viele andere, das ganze Team dieser Bauverein Kettler EG, die sind alle, haben sich zusammengetan, haben gesagt, okay, das bestätigt euch doch, Leute, dass sie genau wissen, wer ich bin. Es weiß, das denke ich mal, jeder. Es war damals, als Hitler lebte, war es ein offenes Geheimnis, dass er eine Affäre hatte mit seiner eigenen Nichte. Natürlich wussten die Leute, dass sie nach Leipzig geflogen wurde, um da ihr Baby auf die Welt zu bringen, was sofort zu Pflegeeltern kam. Das ist der nächste Beweis. Mein Vater hat meiner Mutter gesagt, er hätte, sein Vater wäre ein hoher Nazi-General und seine Mutter wäre eine Prostituierte. So. Mein Vater hat allerdings gewusst, wer er ist, denn er hat es meinem ältesten Bruder Alexander, als der 9 Jahre alt war in Koblenz nach dem Angeln, hat er gesagt, er ist Adolf Hitlers Sohn. Das hat mir mein Bruder vor ungefähr 2 Jahren gestanden. Wir waren in sehr schlechter Beziehung wegen meines Coming-outs mit 16. Und da gab es wirklich Krach. Und die evangelische Kirche ist insofern absolut involviert in meine Quälerei, als dass ein Präses der Synode, ein ehemaliger, der war 1970 Präses, und der heißt Dr. Hans Puttfaken. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt. Und es sind auch noch 2 andere Präses in der Zeit, wo ich missbraucht wurde. Die haben mich aus meiner Familie rausgeholt durch einen evangelischen Pfarrer. Pastor in Koblenz, Pfarrer Röhrig. Und dann wurde ich systematisch gequält, missbraucht. Ich kann das, es tut mir jetzt gut, ich hoffe, ihr merkt das. Diese Sache, diese Videos sind meine einzige Rettung. Denn jeder andere in meiner Position, so wie dieser arme Gustl Mollat, wäre schon längst durchgedreht. Hätte sich wahrscheinlich schon umgebracht, hätte irgendwas gemacht. Aber ich will euch nur sagen, es ist super geil, vor Gericht zu gewinnen. Diese 4 Lügner aus meinem ehemaligen Haus, Sigrid Butt, Jonas Jacobi, Günther Freitag und Günther Ebel, die saßen da mit offenem Mund. Ich meine, ich hatte 4 Zeugen gegen mich und nur eine Zeugen für mich, und das war der Herr Walter. Herr Walter hatte noch nie was mit der Justiz zu tun und war deswegen natürlich super glaubhaft. Jonas Jacobi hat dann versucht, einen Zettel rauszuziehen, als er sich irgendwie in Widersprüche verwickelt hat. Und ich habe dann meine eigene Verteidigung übernommen im Gericht, weil mein Anwalt, der Kollege von Herrn Hagemann, Philipp Hagemann, dieser Kollege, der mich als Pflichtverteidiger vertreten hat, heißt Florian Exner.
Der pfeift jetzt in der Bundesliga, dieser Kerl. Es ist unfassbar. Und ich bitte YouTube, dass sie dieses Video nicht löschen. Weil ich bin auch nicht nur Missbrauchsopfer, ich bin auch Investigativjournalist. Ich habe wirklich bewiesen, dass ich was kann. Und deswegen berufe ich mich mit diesem Video auch auf die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit sowieso und auch meine künstlerische Freiheit. Denn wie sonst soll ich diese Sache, diesen üblen Fall Bellinghaus sonst an die Öffentlichkeit kriegen? Wie soll ich da Gerechtigkeit bekommen und letztendlich auch Schmerzensgeld und Schadensersatz einklagen, wenn dieses Video einfach runtergenommen wird, wie das Video, als ich gegen Katharina Kostholmein, die Intendantin des Theaters der Stadt Münster, hoffentlich nicht mehr lange, lautstark vor der Oper in Dortmund letztes Jahr demonstriert habe. Und da habe ich wirklich alles gegeben. Diese Frau, und ich weiß, dass sie auch meine Videos guckt, Frau Kostholmein, treten Sie zurück, bevor es für Sie richtig peinlich wird. Sie haben eine eidesstattliche Versicherung gebrochen. Das kann ich mit Links beweisen. Und das wissen Sie. Allein mit meiner Kunst. Die waren nämlich so blöd und haben das Bühnenbild für Kinderhäuser von meiner Kunst, die ich auf dem Blog gepostet habe, Jahre davor, als da die Überschwemmung im Ahrtal war, da war ich nämlich in Koblenz, meiner Heimatstadt, und habe da gekämpft bei den Golon-Hügeln, bei dem Golon-Ring. Das sind alte keltische Gräber. Da habe ich mein Zelt aufgeschlagen, habe ein wunderschönes Foto gemacht. Und die haben dieses Bühnenbild, also dieses Foto nachgestellt als Bühnenbild. Es ist 1:1 erkennbar, auch mit dieser Person, die ich dann so da als Künstler gebaut habe. Die haben sich selbst in den Arsch getreten und das Klo runtergespült. Frau Kostholmein, Sie und hier Remzi Al-Khalisi, der mich rassistisch wirklich beleidigt hat. Der wusste nämlich genau, wer ich bin und hat mich einen schwulen Hitler-Nazi genannt. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Und dafür gibt es auch Zeugen. Jetzt habe ich ein klein bisschen den Faden verloren. Puttfarken. Die Kirche, die evangelische Kirche, ist eigentlich gefährlich. Denn einen kleinen, unschuldigen, wehrlosen Jungen aus der Familie zu holen, sadistisch zu quälen, schlagen, massenvergewaltigen und immer wieder. Kirchenchor, evangelische Kirche, Traben-Trarbach. Ich habe euch schon gesagt, ich erzähle keine Details. Nein, das will ich nicht tun, weil es kann immer noch sein, dass irgendwelche Kinder dieses Video sehen. Daran denkt der Herr Zander, der offizielle Sprecher von uns Betroffenen der evangelischen Kirche, wogegen ich hiermit nochmals protestiere. Ich werde seinen Rücktritt fordern bei der Herbstsynode, wo ich aufkreuzen werde. Und wenn mich die evangelische Kirche zu dieser Synode nicht zulässt oder reinlässt, werde ich sie verklagen, werde sie anzeigen und ich werde verlangen, dass Herr Zander zurücktritt und auch die grüne Präses der Synode, Frau Anna Nicole Heinrich, die sich nicht nur blamiert hat mit ihren Videos und was sie sagt, was sie da in Interviews sagt. Es ist wirklich, es ist peinlich. Es ist nicht nur erbärmlich, es ist peinlich, dass diese Frau um Geschenke bettelt und ihre Sockensammlung da vorführt. Kein Wort über Kindesmissbrauch. Was jetzt passiert ist, seit dem Knall der Annette Kurschuss, wo sie ausgetreten ist, nichts, gar nichts. Da frage ich euch, wer will in diese Kirche noch gehen und der Kirche vertrauen? Wer will sein kleines Mädchen, seine kleine Tochter, seinen kleinen Sohn diesen Leuten anvertrauen? Das frage ich euch. Und deswegen braucht es einen neuen Vorsitz. Dieses Scheiß-Synodensystem muss geändert werden. Wir sehen ja nichts anderes als ein Abklatsch der katholischen Kirche, Leute. Es geht nicht.
Es geht nicht. Martin Luther hat Nein gesagt, ist aufgestanden, gegangen und hat seine eigene Kirche gegründet. Und jetzt, was haben wir jetzt? Der gleiche Missbrauch wie bei der katholischen Kirche. Ein böses Erwachen. Ich habe mein ganzes Leben lang die Fresse gehalten. Ich war still. Ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, oh, Mark Bellinghaus, Name der Rose und so viel Film und Fernseher. Ich gebe da einen Fakt drüber. Versteht ihr das? Ich habe ein neues Leben angefangen. Und das ist Erfolg. Das könnt ihr mir glauben. Wenn die Kirche mich nicht will, dann will ich die Kirche nicht. Und dann könnt ihr dicht machen, Leute. Weil ich dann genügend Beweise liefern werde, dass die Menschen, die Kinder haben, Eltern, diesem Verein nicht mehr vertrauen können, wenn sie unter der Führung bleibt, in der sie jetzt ist, nämlich eine Sockenfetischistin, die einen Fuck gibt über missbrauchte Kinder. Sie müsste Nummer eins sein auf jeder Synode. Und diese Synoden, diese arroganten Leute, die denken, sie sind Gottes linke und rechte Hände. Das stimmt nicht, Leute. Es ist so. Und aus dem Grund werde ich zur Synode kommen und ich werde denen das Angebot machen. Und ich möchte auch nur repräsentieren. Denn wenn ihr meine Videos guckt aus dem Kölner Dom, ich glaube, dass ich tiefer und näher mit meinen Worten an Gott bin und Jesus Christus als der ganze Klüngelverein zusammen. Es geht nicht, dass da ein Präses der Synode einen kleinen unschuldigen Jungen quälen lässt, auf höchste Anordnung. Das ist sowas von pervers, Leute. Das ist eigentlich überhaupt nicht mehr. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass mir das passiert ist. Ich, der kleine Sigi Schmidt, jetzt Mark Bellinghaus, ich bin vorsätzlich durch die Hölle geschickt worden. Und ich habe es überlebt. Und jetzt sollen die sich warm anziehen. Denn wenn die das jetzt weglachen und eine Frau Kirsten Fehrs mit diesem Riesenkragen da als Nachzüglerin von der Kurschuss machen, dann werde ich sofort protestieren, weil diese Frau wusste von dem Versagen, von diesen ganzen üblen Geheimnissen der Annette Kurschuss. 100% wusste sie es und auch Anna-Nicole Heinrich. Deswegen sind diese beiden schon gar keine Optionen. Und darauf bestehe ich. Es gibt noch so viele Einzelheiten, was ich gesammelt habe, was ich beweisen kann mit meinen ganzen Unterlagen, dass diese Kirche wirklich in Not ist. Deswegen habe ich ja auch EKD in Not kreiert. Und das ist sehr, sehr plausibel und logisch. Also Leute, ich mache jetzt mal Schluss. Es gibt noch so viel über die evangelische Kirche zu sagen, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Nur nebenbei gesagt, guckt mal die Klickzahlen. Ich, Mark Bellinghaus, ich bin nicht nur Aktivist gegen Kindesmissbrauch und sehr erfolgreich. Ich bin Autor, ich bin Fotograf, jetzt bin ich auch Influencer, Schauspieler, Künstler. Ich schreibe gerne Poesie bzw. Lyrik. Und diese ganzen Talente habe ich zusammengebracht, um für mein Recht aufzustehen. Ich brauche keinen Matthias Katsch, eckiger Tisch, und ich brauche auch keinen Martin Schmitz, die sich beide, Zufall will es so, zusammengetan haben. Die haben nämlich Kindesmissbrauch zu ihrem Geschäft gemacht. Versteht ihr das? Das mache ich nicht. Ich will die Kirche erneuern und ich will, dass sie sicherer wird für Kinder, für kleine Kinder, die in den Konfirmandenunterricht irgendwann mal gehen und das Wort Gottes ohne irgendwelche Bedrohungen erleben müssen. Das ist meine Mission. Und ich glaube,
ich schaffe es. Denn ich glaube an das Wort Jesu und das tun die nicht. Das ist ein grünen Klüngel. Anna Nicole Heinrich soll noch nach Brüssel gehen als Grüne oder was weiß ich. Aber was haben wir jetzt hier für Klimaschutzthemen? Das frage ich euch. Wo es kriminell gefährlich ist, für Kinder in eine Kirche zu gehen und damit ein Personal zusammenzuarbeiten, wo man nicht weiß, ob die dem nachher an die Hose gehen, den Kindern, Mädchen oder Jungen. Es ist ein sehr, sehr ernstes Thema nach wie vor und noch mehr als zuvor. Wenn eine studierte Theologin mit einem Ehrendoktortitel, Dr. H.C., Annette Kurschus, sie hat die Kirche fast komplett zugrunde gerichtet. Und das ist die Wahrheit. Ihr braucht nur die Klickzahlen von den Videos der EKD oder der Nordkirche Deutschlands angucken. Ich habe die jetzt letztens vor ein paar Tagen überrundet. Nach 5 Monaten Videos posten habe ich fast 500.000 Klickzahlen. Und die Kirche, was haben die? Könnt ihr ja selbst nachgucken. Das ist peinlich. Das bedeutet, es hat so gut wie keiner Interesse mehr an dem Gelaber, was die da abziehen. Dieses Sprüche aufsagen, Bibelverse lesen und so weiter. Und das mache ich nicht. Wenn ihr einen echten Menschen wollt, ein Opfer der Kirche, der die Kirche allen nahebringen will, der vielleicht sogar geflüchtete Kirchenmitglieder zurückbringt, dann helft mir. Denn dann werdet ihr sehen, was das Wort Gottes bewirken kann. Amen. Peace out.